Die Kanten sind so etwas abgerundet und die Oberfläche habe ich jetzt diesmal gar nicht geschliffen. Und da wird das Bügeleisen jetzt mal zeigen, was es kann. Circa 5 Minuten abgelüftet. Könnte man bei Epoxidharz so nie machen. Da hättest du nur Luftblasen. Nicht nur zur Schonung des Bügeleisens, sondern da kann ich vielleicht auch mit der Temperatur ein kleines Stück hochgehen. Also man sollte mit dem Leim nicht zu sparsam sein. Und Wasser werde ich jetzt erstmal nicht mehr zugeben. Das hat mir jetzt gereicht. Aber es ist ja nicht kaputt gegangen. Vielleicht muss man das auch erst anziehen lassen, richtig, und dann bügeln. Das kann natürlich auch sein. Ich werde das jetzt erstmal eine Viertelstunde anziehen lassen und dann mal ganz sanft mit dem Bügeleisen drüber gehen. Komisch, bei dem Grauen ist das nicht passiert. Aber das saugt wahrscheinlich auch viel weniger. So, und wie gesagt, also dieses GFK für arme Leute aus Amerika, die machen dann gleich hier noch die zweite Schicht Leim drauf, aushärten, wieder schleifen, wieder Leim drauf, dass die eine richtige fette, dichte, glatte Leimschicht haben. Und ich möchte gern versuchen, nur das Leinen-Baumwollgewebe festzukleben und dann von außen mit Fassadenfarbe. Ich denke einfach, dass die Fassadenfarbe besser auf dem Gewebe hält als auf einer glatten Leimschicht. Noch dazu, wenn das 100 Pro wasserfest wird, dann. Man muss ja auch mir alles verraten. Oder? Oder dürfte ich ja das Video hier auch nicht reinstellen? Fast wie neu. So, jetzt kommen wir mal zu den Leimsorten. Also das ist der teuerste, ein Liter 20 Euro, da steht drauf wasserfest. Was die jetzt genau meinen, Unterschied wasserresistent, kostet 15 Euro und wenn man 3 Liter bestellt, sind es ungefähr 20% weniger, also so um die, je nach Sorte 40, 50 Euro. Das dürfte für einen ganzen Camper eigentlich reichen. Also wenn ich sehe, wie viel ich hier erst raus habe jetzt bei den ganzen Tests. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt nochmal einen Versuch mit meinem Holzleim D3 machen, den ich eigentlich sonst immer nehme auf Arbeit. Da kosten 750 Milliliter, oh, ich glaube so 9 Euro oder 10 Euro. Da kaufe ich aber immer gleich 3 Stück für 25 Euro. Genau, das ist eigentlich der, der vergleichbar ist mit allen anderen D3-Leimen hier. Ob das jetzt vergleichbar ist mit dem Tide Bond 3
Oder ob der noch besser ist, müsste man mit einem Wassertest mal machen. Irgendwann. Naja, die kennt ihr ja sicherlich alle. Also die Methode mit dem Beschichten dann mit Fassadenfarbe, das denke ich, wird gerade bei meinem Anwendungsfall vielleicht wahrscheinlich gut funktionieren, da ich ja eine matt graue Oberfläche am Ende will. Wenn jetzt jemand einen Hochglanzcamper haben möchte, wird das wahrscheinlich mit 3, 4, 5 Zwischenschichten und eben anderer Farbe müsste man ausprobieren. Das wird dann mehr Schleifarbeit werden. Aber ich will matt haben und auch relativ unauffällig. Ihr wisst ja auch warum. Und deswegen habe ich gedacht, die Grautöne sind da gar nicht so verkehrt. Das ist eigentlich der typische PVC-Leim. Früher ist das mal Berliner Holzkalkleim. Und jetzt, um die Wasserfestigkeit zu erreichen, ist meiner Meinung nach noch eine Art Kunstharz mit drin. Und das wird bei dem Ami-Zeug dort genauso sein. Ach so, das gibt es meines Wissens nach nie in Deutschland, die Tightbond. Also das hier. Oder besser gesagt, nur in ganz kleinen Abpackungen und schweineteuer, also 100 Milliliter oder so. Den hier habe ich über eBay in Österreich bestellt. Also, falls das jemand probieren will. Woanders habe ich, bei Amazon gehe ich nie so gerne einkaufen, da habe ich noch nicht so richtig recherchiert. Weil die sind mir zu wäschen, finde ich jetzt kein Wort. Ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch noch kennt. Das gab früher so eine Praktik, vor 30 Jahren oder so zu Ostzeiten. Ja, es war so eine Bastel- und Heimwerkerzeitung, aber immer ausverkauft, musste man sich am Kiosk anstellen. Und die haben ganz viel mit Heißklebetechniken gearbeitet. Obwohl es damals Heißkleber bei uns, also ob es drüben welchen gab, weiß ich nicht, bei uns jedenfalls gab es noch keinen. Und zwar haben die diesen Berliner Holzkalkleim genommen, auf die Oberflächen aufgetragen, hart werden lassen. Und dann praktisch wie als Schmelzkleber verarbeitet, wieder heiß gemacht zum Aufbügeln und so. Von Folien oder was auch immer. Das ist jetzt so ein bisschen ein Glücksspiel, muss man erstmal ein bisschen ausprobieren. Also ungefähr so, also Stufe 2 hatte ich schon mal ausprobiert, das ist zu kalt. Und direkt Baumwolle ist aber für das Styrodur zu heiß. Da versuche ich jetzt mal so. Genau. Zwischen 2 und 3. Wie viel Prozent wären das sein? Heizleistung? 70, 80% oder so. Bis zur Baumwolle.
Das Gute ist, dass der D3-Holzleim ungiftig ist, in Anführungszeichen. Und man kann die Werkzeuge und den ganzen Quark mit Wasser wieder auswaschen. Könnte man bei Epoxidharz so nie machen. Also mit Händen in Epoxidharz rummehren ist nicht zu empfehlen. Ne?